herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-Plus-Podcast mit Bertram Kaspar und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir die vierte und letzte Episode einer unserer kleinen Podcast-Reihen, die sich mit den Faktoren für gelingendes und langjährige Beziehungen beschäftigt. Dazu haben wir mehrere Paare eingeladen, die schon seit mehr als 28 Jahren eine Beziehung leben und schon über 60 Jahre alt sind. Wir sprechen mit ihnen darüber, welche Aspekte und Faktoren aus der jeweils persönlichen Sicht dazu beigetragen hat, über all die Jahre eine gute Beziehung zu führen. Welche Hürden sie überwunden haben oder auch welche Rituale die Beziehung gestärkt haben und natürlich auch, wie der Ausblick in die nächsten Jahre ist. Die Reihe werden wir abschließen mit einem Gespräch über den Stand der Wissenschaft zu dem Thema und der damit verbundenen Einschätzung und Reflexion der Ergebnisse, die wir aus den Podcast-Gesprächen mit den Paaren heraus gewinnen. Und genau dazu konnten wir dann noch die Schweizer Psychologieprofessorin Pascalina Pericello gewinnen. Sie hat sich in ihrer Forschung intensiv und mit langjährigen Partnerschaften beschäftigt und unter anderem auch das Buch »Wenn die Liebe nicht mehr jung ist« geschrieben. Für die heutige Folge begrüßen wir als viertes und letztes Paar Carmen und Ralf Wewerink. Schön, dass ihr beide hier seid und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Herzlich willkommen. Danke, danke. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir daran teilnehmen dürfen, ja, fast ein Teil einer wissenschaftlichen Arbeit zu sein. Ja, genau. So ähnlich ist es auch tatsächlich, genau. Fangen wir doch mal an mit ein paar Informationen zu euch als Paar. Wie lange seid ihr zusammen? Habt ihr Kinder? Habt ihr vielleicht schon Enkelkinder? Sodass die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein Bild von euch bekommen. Wir sind zusammen seit 1986 und verheiratet seit 1988. Und wir sind nicht geplant, aber dennoch nicht unglücklich kinderlos geblieben. Mhm. Und erzählt uns doch mal, was war da 1986? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war so der erste Moment, als ihr euch gesehen hattet? Erzähl du. Ich habe damals sehr intensiv Handball gespielt, viermal die Woche, Training gemacht und deshalb konnte ich immer erst um 10. Carmen war bereit, sich abends um 22 Uhr nach dem Training natürlich mit mir zu treffen. Das fand ich schon mal ganz wunderbar. Und wir haben uns eigentlich in Arnsberg kennengelernt, obwohl wir beide aus Hamburg und Schleswig-Holstein kamen. Und ich habe eine Motorradtour geplant und in Arnsberg war Schützenfest. Und da wollte ich eigentlich hin auf dieser Tour. Carmen konnte aber nicht mitkommen und sagte dann, bevor wir uns in Arnsberg treffen, sollten wir uns vorher noch mal sehen. Dann haben wir uns abends nach dem Training getroffen, ja, und das hat eingeschlagen wie ein Blitz. Der Wirt hat uns dann rausgeschmissen, als er Schluss machen wollte. So haben wir uns verquatscht. Und dann ist die süße Carmen noch mal 2 Stunden mit mir durch das finstere Alstertal gewandert. Wow. Das war so unser erster. Mhm. Sehr schön. Und Carmen, aus deiner Perspektive? Ja, es fehlt noch so eine kleine Ecke der Geschichte. Ich wollte unbedingt jemanden kennenlernen, der Motorrad fährt. Ich selbst bin Reiterin, habe immer Pferde gehabt. Und natürlich lag es mir in den Fingerspitzen, doch auch mal auf so einem Motorrad zu sitzen. Ich wusste aber, dass ich selber nie Motorrad fahren wollte. Und so ergab sich, dass das Ralf eben jemanden für seine Motorradtour im Urlaub suchte, ich aber keine Zeit für den Urlaub hatte. Wir uns aber nach dem ersten Abend so gut verstanden haben, dass wir gesagt haben, okay, nächstes Wochenende Schützenfest in Arnsberg im Sauerland. Seine erste Tour für die Motorradfahrt und ich bin dann mit dem Auto hingefahren und so haben wir uns dann
ja, wie Ralf schon gesagt hat, eigentlich auf dem Schützenfest so richtig kennen und verlieben gelernt. Jetzt muss ich mal fragen. Also heutzutage macht man das ja oft über Online-Apps hin und her swipen und Online-Dating. Und jetzt habe ich aber tatsächlich noch nicht verstanden, weil 1986 gab es, glaube ich, noch nicht so dieses Internet. Über welchen Kanal hat diese Verknüpfung mit der Motorradtour stattgefunden? Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Da gab es zu der Zeit noch ganz direkte Kanäle. Ralf ist in die Firma, in der ich gearbeitet habe in Hamburg, reinmarschiert, ist in die Zentrale und sagt, oh, ich brauche unbedingt Hilfe und ich komme hier mit den Formularen nicht klar. Und im Übrigen, ich mache demnächst eine Motorradtour. Habt ihr hier jemanden in der großen Firma, der vielleicht mitfahren möchte? Und die Telefonistin, sowas gab es da damals früher noch, die hat das so ein bisschen kundgetan in den einzelnen Abteilungen und darauf bin ich hellhörig geworden und gesagt, gib mir mal die Telefonnummer, da melde ich mich. Tja. Ganz einfach. Ohne Schatz, ja. Ich bin natürlich ein bisschen extrovertiert, auch wenn ich heute Abend nicht so wirke. Aber ohne, dass man aus sich herauskommt, das habe ich ja in meinen ersten beiden Junggesellen Lebensjahren erfahren, nur zu Hause zu sitzen am Telefon und zu warten, dass mal jemand anruft, das kannst du vergessen. Also habe ich überall Zettel hingehangen, dass ich jemanden Sozius suche oder Selbstfahrer. Und ja, das mit Carmen hat sich dann einfach durch Zufall so ergeben, weil ich eine Woche bevor ich los wollte, bin ich zu meinen Eltern nach Hause gefahren und mein Vater, der brütete eben über so eine Nebenkostenabrechnung und sagt, das wäre ganz falsch und er hat doch Öl, Gas umgestellt und die rechnen wieder ein Öl ab. Und dann habe ich gesagt, nächsten Tag habe ich frei, dann fahre ich da mal vorbei. Ja, und dann nicht aufs Maul gefallen, schnell mal gefragt, ob da nicht einer ist, der Lust hätte. Wie schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch in all der Zeit einige Herausforderungen erlebt habt und auch überwunden habt. Welche Strategien habt ihr da für euch entwickelt? Naja, die Herausforderung war eigentlich für uns beide klar, das, was wir beide privat lieben, wollen wir auch nicht aufgeben. Und so sind wir wirklich bis heute gefahren, dass die Hobbys, mit denen wir uns damals kennengelernt haben, die pflegen wir jeder für sich heute noch. Und das eine oder andere, da gibt es Überschneidungen und es gibt auch Hobbys, die wir natürlich jetzt zusätzlich gemeinsam haben. Aber ich denke mal, das ist auch ein großes Geheimnis unserer so guten langjährigen Beziehung, dass wir nie versucht haben, den anderen aus seinem liebgewonnenen Hobby, das immer mit Sport und mit Kunst zu tun hatte, herausziehen zu wollen. Und das Motorradfahren haben wir eine Weile dann gemeinsam genossen, bis Ralf dann von sich aus gesagt hat, ach Mensch, du hast Pferde und das macht mir auch Spaß und ich hätte auch noch Lust, dass wir zusammen Kanu fahren. Ein Motorrad kann man sich auch mal übers Wochenende mieten. Ich hänge das Motorradfahren jetzt an den Nagel, aber nie so, dass ich gesagt habe, ach, könntest du nicht das Motorradfahren sein lassen? Wir haben noch genug andere Hobbys. Und das lief immer harmonisch. Mhm. Ja, die Hörerinnen und Hörer können das ja auch nicht sehen. Ihr sitzt da auch so ganz harmonisch. Und Schulter an Schulter. Schulter an Schulter, genau. Weil der Bildschirm so eng ist. Genau. Gab es was, wo ihr eine größere Krise überwinden musstet? Also weil es hört sich so für mich erstmal so ganz ja im Gleichklang an, so als ob so eins ins andere gegriffen hat. Und wir wollen euch jetzt ja keine Krise einreden sozusagen, aber genau, gab es sowas, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt wird's eng und wie habt ihr das gemeistert? Also eine Krise in unserer Beziehung gab es nie. Punkt. Gibt's auch nichts hinterher zu erzählen und zu erklären. Stimmt. Wir haben damals gesagt, wir verstehen uns gut, wir wollen zusammenbleiben, wir wollen auch gerne Kinder haben. Wollen wir heiraten? Ja, nein. Ja, machen wir.
Und dann hat sich aber herausgestellt, nee, Kinder kamen nicht. Und dann haben wir kurz diskutiert und überlegt, wollen wir denn ganz, ganz, ganz unbedingt Kinder haben? Von beiden kam dann, wenn es eben nicht sein soll, dann eben nicht. Das war, ja, so natürlich im Leben von Menschen, die Mitte 30 sind, ist das dann sicherlich eine klitzekleine Überlegung, und Krise war es bei uns wirklich nicht, aber eine Überlegung, sollen wir das jetzt so belassen, wie es ist, oder sollen wir medizinische Klimmzüge machen, damit es vielleicht doch irgendwie klappt. Aber auch da waren wir uns Gott sei Dank sofort einig. Und dann gab es ein paar berufliche Herausforderungen, weil wir, auch das ein wichtiger Punkt während unserer gemeinsamen Zeit, den anderen immer dabei unterstützt haben, seine beruflichen Ziele zu verwirklichen. Und da gab es dann auch manch kleines Scheitern so im Anbeginn, wo wir aber auch immer gesagt haben, ja, das ist jetzt so, wir haben Geld verloren, aber es sind nur Zahlen auf dem Kontoblatt und es bringt uns nicht aus der Bahn. Wir machen weiter und wir starten das nächste Projekt. Und da sind wir tatsächlich auch jedes Mal gewachsen und können heute gut davon profitieren. Mhm. Ja, ihr habt anscheinend nicht ein großes Ding auch aus eigentlich wichtigen Themen gemacht, so hört sich's für mich an. Weil ich kenne auch Paare, die kinderlos geblieben sind, die, weil ich ja lange im Pflegekinderbereich gearbeitet habe, und da bewerben sich dann auch Paare, die eben keine Kinder bekommen können. Und die sind da nicht drüber weggekommen sozusagen, sondern wollen das dann kompensieren. Und ihr habt da einen Weg gefunden, so hört sich das an. Beziehungsweise es ist gar nicht so richtig groß geworden, so verstehe ich das, wie du das beschreibst, Carmen. Für mich war das ganz einfach. Ich habe gesagt, der Mann ist daran beteiligt, aber nur mittelbar. Und die Hauptsache, Schwangerschaft und sowas, diese ganze Umstellung, das ist der Part der Frau. Mhm. Also habe ich Carmen die Entscheidung überlassen, habe gesagt, möchtest du oder möchtest du nicht? Und Carmen sagt, sie möchte nicht. Künstliche Befruchtung oder Kinder adoptieren. Ja, und zack, dann war der Fall gegessen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und tatsächlich haben wir im Laufe der Jahre, in denen dann die Schwestern von Ralf Kinder bekamen und unsere Freunde und Bekannten Kinder bekamen, haben wir so manches Mal gedacht, wo wir da natürlich auch die Probleme gesehen haben, gerade wenn die Schulzeit anfängt. Ach, es ist schon auch ganz schön, wenn man um diese ganzen Probleme drumherum schiffen kann. Und wir haben natürlich festgestellt, dass die Beziehung der Eltern sich das eine oder andere Mal drastisch ändert, wenn Kinder da sind. Und wir konnten beobachten, dass wir die ganze Zeit, die wir zusammenleben, füreinander da sein konnten, uneingeschränkt, ohne dass es da irgendwann zwischendurch Einbrüche, aus welchen stressbedingten Gründen auch immer gab. Und dafür sind wir heute tatsächlich dankbar. Mhm. Ja, es ist in der Tat so, dass ihr auch das erste Paar seid, jetzt von den vielen, die eben keine eigenen Kinder haben. Und die anderen Paare, die haben wirklich auch erzählt, wie viel sich auch um die Kinder gedreht hat, auch an Konfliktpotenzial im Grunde. Und genau, und das ist bei euch eben ausgespart und auch verbunden mit dem, und das finde ich so bemerkenswert, verbunden mit der, mit dem, ja, ihr seid versöhnt damit, dass es so ist, wie es ist, und es ist gut so. Also so hört sich es für mich an. Zufrieden, ja. Zufrieden, genau. Ja, und, und wir haben tatsächlich auch den Wert daraus schätzen gelernt. Genau. Das finde ich auch wichtig, weil, wie gesagt, beruflich ging es mir viele Jahre so, dass ich ja eher mit den Paaren zu tun hatte, die da schwer drüber hinweggekommen sind. Und bei euch ist das eben ganz anders. Mhm. Ja, schön. Mhm. Ja, und wir haben im Nachhinein auch gesagt, wer weiß, ob wir es uns hätten leisten können, selbstständig zu sein. Wer weiß, ob wir es uns hätten leisten können, ein eigenes Grundstück mit eigenen Pferden haben zu können. Das sind unsere privaten Träume gewesen, die wir auch uneingeschränkt und ohne Hürden haben ausleben dürfen. Mhm. Und das empfinden wir beide als großes Glück, wenn wir dann sehen, durch welche Krisen Freunde gehen mussten, weil
ein, zwei, drei, vier Kinder da waren. Natürlich ist es auch ein Glück, das wissen wir auch, aber wir vermissen es tatsächlich nicht. Hm. Ich kann gerade einfach nur zuhören, weil es einfach schon so beseelt ist, wie ihr sprecht und wie das aktuell für euch ist. Und ja, deswegen, ich brauche gerade gar keine Fragen stellen. Ihr könnt einfach erzählen. Erzählen. Gibt es denn so ein Geheimnis, was ihr habt? Also, wo ihr sagt, ja, das ist das, was uns verbindet und das, was uns hilft, in der Balance zu bleiben. Also, weil es klingt ja wirklich so, bis auf diese beruflichen Schwankungen, die es mal gab, dass ihr immer in so einer Balance geblieben seid. Ja, Balance ist ein schönes Stichwort, weil ich denke, dass wir auch innerhalb unserer Partnerschaft eine gute Balance haben. Sodass in bestimmten Fragen ich mich darauf verlassen kann, dass Ralf die richtige Entscheidung findet. Und in anderen Fragen weiß Ralf ganz genau, er kann sich auf meine Entscheidung verlassen. Und das hat sich natürlich irgendwann mal unbewusst eingespielt. Aber ich empfinde das heute als wertvoll für unsere Beziehung, dass es sich so schön eingependelt hat, ausbalanciert hat. Und das bringt natürlich ein großes Vertrauen in den anderen mit sich. Ralf sagt immer, ich habe das Geld verdient und du hast es gut verwaltet. Und so ist es wunderbar. Also so kann man sich das vorstellen. Ja, schön. Ja. Tja, also auch da gibt es keine Krise bei uns. Außerdem war unser Leben ja auch ein Abenteuer. Wir sind schon 13 Mal umgezogen. Und auch räumlich ganz schön, ja, vom Hamburger Raum in die Eifel und von der Eifel wieder hierher. Das waren eigentlich die größten Umzüge, aber wir haben dabei bei den ersten 5 Umzügen unseren Freundeskreis verschlissen. Die hatten keinen Bock mehr, uns zu helfen. Wie zieht ihr schon wieder um? Muss so sein. Und das war natürlich auch schön, immer neue Leute kennenzulernen, neuen Input zu bekommen. Und das haben die anderen Menschen wahrscheinlich über Schule und Kinder, merken wir eine Zeit lang im Handballverein, plötzlich pop, 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 alle bekamen dicke Bäuche und dann nur noch Kinder, 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 in welcher Thematik auch immer. Und dann kam noch die Frage, ja, wie geht's denn euren Pferden? Ja gut, das war's dann. Und ansonsten immer nur das Kinderthema. So hat Carmen irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr mitzukommen und Handball zuzugucken. Ja. Das ist natürlich das Dumme gewesen. Du hast es dann auch irgendwann gesteckt, weil das Kinderthema so viel war? Nee, ich mache immer noch 2-mal die Woche Handballtraining, spiele noch aktiv, Punktspiel. Und habe noch eine neue Handballart entdeckt, die wohl ganz neu ins Leben gerufen wurde. Da spielt man nicht 7-7, sondern nur 5-5. Das Spielfeld ist nur ein Dreiviertel von dem normalen Spielfeld und wesentlich schneller, aber gänzlich ohne Körperberührung. Anders als man das sonst im Fernsehen sieht. Ja, toll. Cool. Und wie ist das bei euch? Also all die Krisen, die ihr nicht erlebt habt, dafür ist es ja besonders wichtig, eine gute Kommunikation zu haben. Welche Bedeutung hatte das bei euch und wie gab's da, habt ihr irgendwie so einen Kommunikationstrick vielleicht für andere Paare? Ja, den haben wir irgendwann mal gefunden. Natürlich gab es auch in den ersten 10 Jahren auch Kappeleien, die nicht schön waren, natürlich. Und dann haben wir irgendwann mal, ohne dass wir es jetzt abgesprochen haben, gemerkt, dass es angenehmer ist, Themen, die uns bewegen, es müssen gar nicht negative Themen sein, es können genauso gut positive Themen sein, in einem geschützten Raum, und das ist bei uns dann immer ein Restaurant gewesen, zu bereden. Keiner kann sich zurückziehen, keiner kann beleidigt sein und gehen und womöglich noch die Tür knallen. Man muss im Ton so gedämpft bleiben, dass nicht das ganze Restaurant das Thema mitbekommt. Und man sitzt sich aber gegenüber mit dem Ziel, miteinander zu reden. Und da haben wir so nach 1-2 Mal, die wir das vielleicht unbewusst gemacht haben, gesagt,
das ist eigentlich eine gute Basis, um Themen, die uns wichtig sind, zu besprechen, so dass sie auch den nötigen Raum haben. Das ist, glaube ich, möchte ich sagen, fast ein Geheimnis, das ich absolut weitergeben möchte und teilen möchte zum Ausprobieren. Und das hat bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann da total gut andocken, weil ich diesen öffentlichen Raum, das ist ja ein anderer Kontext als zu Hause, und der hilft der Inge, also meiner Frau und mir auch. Und das ist manchmal das Restaurant, das ist manchmal das Spazierengehen in der Stadt oder hier in Marburg am Lahnufer, wo eben auch viele andere Menschen sind. Und das macht etwas anderes. Das nimmt mich auch zurück. Und das finde ich positiv. Ja. Also von daher finde ich das einen total spannenden Tipp und kann da, wie gesagt, gut andocken. Ich beobachte das bei mir und meinem Partner auch, dass wir in der Öffentlichkeit ganz, ganz andere Gespräche haben. Ganz anders und liebevoller mit uns umgehen. Also wir rutschen nicht so eben in das Emotionale. Also, Es nützt ja auch nichts, aufeinander rumzuhacken. Das bringt ja keine Lösung. Genau. Mhm. Ja. Und in diesem öffentlichen Raum, da kommen eben mehr Argumente. Genau. Da bleibt man mehr auf der Sachebene, genau, und kommen mehr Argumente, ja. Und was ja auch ein wichtiger Aspekt bei euch zu sein scheint, ist zu akzeptieren, dass jeder für etwas die Könnerin oder der Könner ist und da sozusagen auch die besten Entscheidungen trifft. Und dieser Raum oder dieser Bereich wird dem jeweils anderen gelassen. Ja, also aber auch so durchdiskutiert, dass jetzt nicht einer entscheidet und sagt basta, sondern es wird ein Thema diskutiert und zu den einzelnen Themen wissen wir eben aus der gut gemachten Erfahrung, wenn Ralf da etwas entscheidet, dann kann ich dem gut folgen. Ich bin aber vollends informiert über das, was er entscheidet und genauso umgekehrt. Und gibt es noch, also ganz anderes Thema, gibt es noch irgendwie Rituale oder auch Traditionen, die ihr jetzt pflegt oder neu entdeckt habt für euch? Also die so eure Beziehung auch stärken und genau. Ach, wir haben ja nichts verändert. Auch Ralf hat jetzt sein Geschäft verkauft vor 1,5 Jahren, arbeitet aber noch etwas weiter im Geschäft ein paar Stunden. Und insofern hat sich für uns nicht groß was geändert. Wir leben schon immer auf dem Land. Wir haben schon immer riesengroßes Grundstück mit ganz viel Arbeit und die Pferde dazu. Wir müssen nicht diskutieren, wann fahren wir wohin in Urlaub, sondern wir sind da glücklich, wo wir zu Hause sind. Auch da sind wir uns Gott sei Dank sehr, sehr einig. Und insofern hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren gar nicht bis auf die beruflichen Aspekte gar nicht viel geändert. Und auch in unserer Beziehung hat sich nicht viel geändert. Seit Ralf nicht mehr als Selbstständiger 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten muss, schläft er jetzt morgens ein bisschen länger? Ja, darf er auch. Wird auch mal noch wenig drüber diskutiert. Aber das, denke ich mal, ist einfach die körperliche Erschöpfung, die sich jetzt wieder erholen möchte. Aber auch damit kommen wir gut zurecht, dass ich morgens um 6 aufstehe, um die Pferde zu füttern und dann im Haushalt ein bisschen rumpuzzle oder den einen oder anderen wissenschaftlichen Vortrag ganz in Ruhe hören kann. Und wenn Ralf dann aufgestanden ist, dann frühstücken wir eben. Sowieso gesünder, nicht gleich morgens zu frühstücken, sondern ein bisschen Zeit verzögert zur letzten Mahlzeit. Genau. Wir haben alle Paare auch gefragt, wie das denn mit der Romantik bzw. Intimität ist. Oder manchmal ist es ja so eine Mischung auch von beiden. Wenn du sagst, das ist relativ konstant geblieben in eurer Beziehung alles, wie ist es damit? Wie erlebt ihr das miteinander? Wir sind die Fragen vorhin einmal ganz kurz durchgegangen und da taucht diese Frage ja ähnlich auch auf. Und da haben wir auch beinahe ganz spontan gesagt, Die Zärtlichkeiten, die wir austauschen, egal ob im privaten oder auch im öffentlichen Raum, die sind auch geblieben wie immer.
Und wir haben auch unsere Hochzeitsbilder immer noch an der Wand. Und solange keiner von uns beiden das Bedürfnis hat, die abzunehmen, ist alles im Lack. Ja. Genau, eine Collage mit, ach, ich weiß nicht, 10, 12 Fotos von unserer wunderschönen Hochzeit. Ja. Mhm. Sehr schön. Und schön, jetzt muss ich einfach nachfragen, was ist euer Geheimnis für diese Stabilität in eurer Beziehung? Ja, gar noch nicht mal die Länge, sondern diese Stabilität, die ihr pflegt und miteinander habt. Das gegenseitige Vertrauen, das gewachsen ist über die Jahre. Das Vertrauen, das sich eben so also für mein Gefühl hat es sich ganz stark so aufgebaut, wie ich das vorhin erzählt habe, dass ich ganz genau weiß, in den Bereichen entscheidet Ralf und entscheidet richtig. Und in den Bereichen entscheide ich und ich entscheide zum Glück bisher auch immer richtig. Und dieses Vertrauen, eine Ehe ist ja auch ein gemeinsamer wirtschaftlicher Weg. Und der soll natürlich auch erfolgreich sein. Er soll gesund erhaltend sein und er soll erfolgreich sein. Und auch da haben wir, glaube ich, eine gute Balance gefunden. Dadurch, dass ich nie gemeckert habe oder gejammert habe, wenn Ralf 2-3 Mal in der Woche abends zum Training geht, weil ich weiß, zum Stressabbau ist körperliche Bewegung das Allerbeste. Ja. Natürlich lasse ich ihn dann. Ich will ja, dass er gesund bleibt. Was nützt es mir, wenn er jeden Abend auf dem Sofa neben mir sitzt und dann einen Herzinfarkt kriegt, weil er den ganzen Stress nicht abarbeiten konnte. Und das ist mir schon sehr, sehr früh klar gewesen. Also auch als er anfing, selbstständig zu sein. Oder auch als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns, glaube ich, einmal die Woche gesehen. Das andere war Arbeiten und Sport. Mhm. Ja. Ja, und nach wie vor ist es nicht nur meine Frau, ist nach wie vor mein Kuddel. Ja, schön. Ja, ja, genau. Also ich denke, wenn man uns in der Öffentlichkeit sieht, könnte man denken, wir haben uns gerade frisch verliebt und gerade neu kennengelernt. Da benehmen wir uns überhaupt nicht anders. Wir haben mal, ich weiß gar nicht, wir waren noch sehr, sehr jung. Da haben wir mal ein älteres Ehepaar, die waren beide über 80 kennengelernt, die genau so turtelig miteinander umgegangen sind, wie wir das jetzt auch noch machen. Und die sind uns beide aufgefallen. Und da haben wir gesagt, oh, das möchten wir auch mal. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Schön. Ja, sehr schön. Und ich habe mal einen Film gesehen, den fand ich ganz toll. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Es war eine goldene Hochzeit auf dem Dorf. Und die goldene Hochzeit war vorbei. Und dann stand dieses alte Ehepaar vor dem Haus. Und dann sagte er, ich habe zwar nicht mehr die Kraft, dich über die Schwelle zu tragen, aber eins sollst du wissen, ich habe dich genauso lieb wie damals. Ja. Schönes Bild, ja. Und ich habe jedes Mal probiert, ich kann sie immer noch tragen. Ja. Oh, yes. Wahnsinn. Das macht es viele Handballspielen. Ja, schön. Da stimmt die Körperspannung. Ja. Genau. Dann kannst du was erwarten, kam zu eurem 50. Hochzeitstag. Ja, doch, das wird noch funktionieren. Wie gucken denn, das ist auch immer noch, finde ich, ein spannender Aspekt, wie gucken denn Freunde auf euch als Paar und was gibt es da vielleicht für Rückmeldungen? Da gibt es leider wenig Rückmeldungen, weil wir bei Paaren, bei befreundeten Paaren, die den Kontakt zu uns haben, einschlafen lassen und selber auch nicht mehr als Paar zusammen sind, fast die Befürchtung, dass man ein bisschen neidisch auf unsere Beziehung guckt. Also wir werden bisher noch nie von irgendjemandem angesprochen, Mensch, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr so lange so toll miteinander auskommen könnt? Und ich denke, da ist auch so ein Stückchen, ein bisschen, ja, so ein Stückchen Neid hinter dieser Bewunderung. Und naja, wir wissen ja alle, wir mögen nicht gerne alles aussprechen, was wir so denken und fühlen. Und das ist uns ein, zwei Mal begegnet, dass wir gesagt haben, Mensch,
irgendwie neidisch auf unsere Beziehung sein, dass sie sich so völlig zurückgezogen. Ja, der Kontakt ist so weit abgebrochen, dass wir sie jetzt auch gar nicht mehr erreichen könnten und tatsächlich jetzt mal fragen könnten. Wir wissen es nicht. Ja. Aber auch das machen wir nicht zu unserem Problem. Genau, richtig. Ja, ja, genau. Das ist ja dann durch auch die Kunst. Durch unsere Umzieherei haben wir aber auch nie so lange Kontakte gehabt. Über 20 Jahre oder 30 Jahre. Sowas gibt es nicht. Wir haben überall, wo wir wohnten, haben wir neue Leute kennengelernt. Und der Steuerberater in Aachen, der sagt immer zu mir, das finde ich ja wohl mutig, dass ihr 500 Kilometer umgezogen seid. Da kennt ihr ja gar keinen. Da habe ich gesagt, wir sind vorher 50 Kilometer weggezogen. Alle haben gesagt, ja, gib die Adresse und Telefonnummer. Einer hat noch Kontakt gehalten für zwei Besuche. Und dann war es das. Das ist einfach so. Es ist wie im Handball, es sind Zweckgemeinschaften und dann ist es perdu. Es war eine nette Zeit, aus den Augen, aus dem Sinn. Leider ist das so. Ja. Und so einen langjährigen Freund habe ich zum Beispiel nicht. Carmen hat eine, die sie jetzt schon recht lange kennt, aber der Freund seit der Lehre, der hat sich eben dann verabschiedet und zurückgezogen. Den, von dem habe ich ganz stark das Gefühl, dass er neidisch war. Weil zwei seiner Beziehungen nicht geklappt haben. Ja, genau. Und jetzt habe ich noch ein, zwei Schulfreunde, weil wir haben so einen Klüngel, wir waren nur 26, in der 24 in der Klasse und so einen Klüngel zwischen 12 und 14 Leuten. Wir treffen uns regelmäßig so alle fünf, letzter Zeit alle drei Jahre. Und da ist auch ein alter Schulfreund dabei, so, das scheint sich wieder so ein bisschen aufzuwärmen. Aber auch der hat schon zwei gescheiterte Beziehungen hinter sich. So, den frage ich lieber nicht, ja, was genau er davon hält. Ja, ihr seid euch einander auch Freund und Freundin. Gell? Neben dem, dass ihr ein Paar seid. Ja, schön. Ja, also was ist es auch, was ihr gegen, nicht gegeneinander, aneinander so sehr schätzt und mögt? Also auch von der Persönlichkeit her. So von Charakterzügen her. Also von meiner Seite ist es Carmens große Toleranz. Sie kocht gut, ich esse gut. Ist ja auch sehr wichtig. Traumpaar, auf jeden Fall. Ja. Aber hauptsächlich schätze ich an ihr, dass ich mal Mecker kriege, aber dann ist auch gut. Es ist nicht nachtragend, es ist dann in dem Moment richtig, egal wie ich das empfinde, und dann ist Schluss damit. Und dann ist es aus der Welt. Und das finde ich an Carmen toll. Ja, und ich schätze natürlich an Ralf, dass er groß und stark ist. Er ist 1,96, ich bin 1,61. Der Traum jeder kleinen Frau, einen großen Mann zu haben. Dass dieses Gefühl des Beschütztseins macht, glaube ich, eine ganze Menge aus, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Also bei mir ist es so. Und dann schätze ich an Ralf natürlich seinen unheimlichen Fleiß. Ich bin da ein bisschen Gegenpart dazu. Ist ja auch gut. Und wenn Ralf anfängt zu arbeiten, dann hört er nicht auf, bis diese Arbeit fertig ist. Das bewundere ich. Und er hat natürlich Kraft, das umzusetzen, was ich, naja, mit meinem Pferdehobby immer gerne umsetzen möchte. Und er trägt es mit. Wir haben beide nicht das Gefühl, dass wir ja nicht sterben können, ohne die ganze Welt gesehen zu haben. Wir sind uns beide genug und wir sind uns hier genug, wo wir leben. Das finde ich einfach unschätzbar, weil ich dann eben, wenn ich andere Beziehungen sehe, denke, oh je, was haben die für Probleme? Der eine will nicht verreisen, der andere will immer verreisen oder beide wollen verreisen, aber finden kein gemeinsames Ziel. Bei manchen Freunden habe ich das Gefühl, die sind ständig auf der Flucht, weil sie immer reisen müssen. Ist meine ganz individuelle Einschätzung, weil ich eben überhaupt nicht reisen muss. Ich bin hier bei mir und bei meinem Mann glücklich. Und das schätze ich natürlich auch an Ralf, dass es da überhaupt keine Reibungspunkte gibt, über die man sich streiten müsste. Das hängt wahrscheinlich auch mit der langen Arbeitszeit im Einzelhandel zusammen. Das, und dann noch kam die Selbstständigkeit dazu. Ich habe ja, die erste Selbstständigkeit war in Travemünde. Da habe ich die ersten beiden Jahre keinen freien Tag gemacht, keine Mittagspause, keinen Urlaub.
Mhm. Und habe zwischen Ostern und Ende Oktober auch noch jeden Sonntag gearbeitet. Mhm. Sodass wir manchmal gemeinsames Frühstück im Laden gemacht haben. Um 11 Uhr der Laden eröffnet, um 9 sind wir hingefahren, haben da gefrühstückt. Weil wenn noch keiner reinkam, konnten wir ein bisschen länger machen. Und ich musste nicht sagen, so, ich muss jetzt los, um 11 muss der Laden aufgeschlossen werden. Das wäre tatsächlich jetzt auch, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, wäre jetzt auch eine Frage, wie ihr genau in dieser Zeit, wo du so beruflich so eingebunden warst, es geschafft habt, eine Beziehung zu pflegen. Ich von mir aus habe das Gefühl gehabt, je weniger wir uns gesehen haben, desto intensiver habe ich sie gemocht. Ja, desto mehr freut man sich natürlich auf die kurze gemeinsame Zeit. Ja, natürlich. Und Carmen hat in dieser Zeit ja auch eine Selbstständigkeit angefangen. Sie hat ja bei Brunata gearbeitet und hat dann eine Niederlassungsbetreuung gehabt. Das war natürlich auch eine neue Herausforderung, um die sie sich intensiv kümmern müsste. Also es hätte also wenig dann genutzt, wenn ich dann in den Abendstunden oder was weiß ich, dann früher zu Hause gewesen wäre. Ich hätte einen regelmäßigen freien Tag gehabt. Wir haben ja trotzdem noch, trotz dieser wenigen Freizeit hat sie es mir gestattet, 3-mal die Woche Handballtraining zu machen. Und dann, als das nichts wurde, in der Mannschaft habe ich von mir aus wieder abgeblockt, nachdem ich hochkonditioniert wieder war. Und dann habe ich im Chor angefangen, im Passatchor in Lübeck-Travemünde. Aber nur einmal die Woche, aber wir hatten immerhin 80 Auftritte. Auch das hat Carmen ja alles mitgetragen, obwohl ich so wenig zu Hause war. Aber es war toll und es kam auch als Vorschlag von Carmen. Mhm. Als ich sagte, ich habe die Schnauze voll, muss so lange fahren, kriege nur 5 Minuten Spielanteil. Mhm. Dann sagt sie, das ist ein Passatchor, dann sing doch damit. Mhm. Ja, super. Ja. Genau, und da ist ja jetzt der Ausblick auf die Zukunft richtig toll, weil jetzt habt ihr ja plötzlich viel Zeit miteinander, viel mehr als vorher. Und das sozusagen mit der Balance, die ihr beschrieben habt und mit dem Raum und auch mit sozusagen gar nicht dem Drang, jetzt die Welt zu erobern, sondern einfach sich auf sich zu besinnen und auf die Umgebung, in der ihr lebt und mit den Pferden, mit dem, was ist, einfach im Hier und Jetzt. Ja, und wir haben natürlich auch mit unserem großen Grundstück, wir haben 1,5 Hektar und jede Menge Baumbestand und Weidepflege, Stallpflege, Pferdeausbildung, so viel Gemeinsames zu tun, dass wir auch überhaupt gar keine Langeweile haben, sondern ich gehe jetzt in die Küche und mache was Schönes für uns. Und Ralf sagt, wo soll ich denn noch ein paar Äste schneiden? Ich sage, ja, da und da und da. Und wenn wir dann fertig sind, dann gehe ich raus und sage, so, das Essen ist fertig. Zeig mal eben, was hast du denn alles geschafft? Also wir haben auf diesem Grundstück Gemeinsames zu tun, ohne uns gegenseitig langweilen zu müssen. Jeder hat seine Aufgaben. Ralf ist natürlich viel lieber draußen und sägt an den Bäumen rum, als dann hier den Wischlappen zu schnappen. Das muss er auch nicht, da diskutieren wir auch nicht drüber, dass ich dann sage, ich muss nach wie vor die Hausarbeit machen. Ja, ich will auch nicht die Bäume sägen müssen. Mhm. Ja, genau. Also auch da haben wir wieder Konsens. Ja. Es gibt in München eine Künstlerin, die stellt Schmuck her. Und die hat so ein Konzept, in the box heißt das. Das sind so kleine Anhänger, die sind wie in so einer Minischachtel und vorn und hinten ist ein Glas. Und meiner Frau habe ich geschenkt einen Anhänger. Da sitzt eine Frau und ein Mann auf einer Parkbank. Daneben steht ein kleiner Baum, so Miniatur ist das wirklich. Mhm. Und die haben sich im Arm, sind beide so zwischen 80 und 90. Und meine Frage, wo steht denn eure Bank bei euch? Das ist unser Strandkorb, ein Gewächshaus. Ah ja, okay. Wir haben uns, das Haus ist 17 Meter lang. Die Idee war ursprünglich, die warme Luft, also die vorgeheizte Luft einzufangen. Im Frühjahr, Herbst brauchen wir nur die Tür aufzumachen, müssen wir drin nicht heizen. Das war sehr angenehm, aber nun haben wir so eine kleine 16 Quadratmeter Plattform zum Sitzen und eine Ecke, die ist mehr für Blumen reserviert und die andere Ecke im Sommer für Tomaten, Paprika und sonstige Sachen. Und dieses Gewächshaus haben wir gebaut. Da habe ich den Faden verloren, was wollte ich erzählen? Die Bank, der Strandkorb. Also mit 80, und 90 Sitzen. Dann habe ich, oder kamen, irgendwie waren wir da an so einem
in Cuxhaven am Fisch kaufen und muss noch irgendwie warten und dann einer der verkauft Strandkörbe. Naja, und das ist immer schön gemütlich, aber ich habe so lange, ich bin, wie ihr seht, ein Sitzzwerg und Stehriese, ich habe so lange Beine. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir einen Strandkorb finden, wo ich meine langen Beine lassen kann, dann kaufen wir einen. Mhm. Ja, und den haben wir uns da jetzt hingestellt. Und im Sommer ist es ein bisschen heiß, dann kann man den zuklappen, aber so jetzt schon, ja, Sonne hat geschienen, dann kann man das schon zum Kaffee mal gemütlich aushalten. Mit Bullaugen an der Seite, damit man auch reingucken kann, damit man nicht so wie mit Scheuklappen sitzt. Mhm, ja, schön. Ja, wunderbar. Katharina, ich glaube, wir machen einen Punkt, oder? Habt ihr alles gesagt, was ihr sagen wolltet? Ich frage euch nochmal. Ja, das Einzige für die Zukunft. Mhm. Ich habe natürlich auch, um Lehrzeiten entgegenzugehen, ich lerne Akkordeon. Mhm. Singen tue ich ja schon mein ganzes Leben lang. Und dann habe ich gedacht, da ich so viel gerne Bier sauf, kann ich auch mal selbst was brauen. Toll. Aber toll. Das ist noch nicht vollendet, das ist erst so eine kleine Schnappidee. Und natürlich wieder unser gemeinsames Hobby dann. Ich bin zwar nie gerne geritten, also ich kann mich draufhalten, aber das kann man nicht Reiten nennen. Aber zweispännig Kutsche zu fahren, das hat mir richtig Spaß gebracht. Und unsere alten Pferde, die wir gefahren haben, eins ist schon verstorben und das andere wird jetzt 27. Und der muss nicht mehr. Aber wir haben zwei neue und da genieße ich natürlich auch jetzt in Zukunft, dass ich mehr freie Zeit habe und Carmen dann behilflich sein kann, die beiden Pferde vor die Kutsche zu kriegen. Und da freue ich mich auch drauf, wieder schöne Kutschfahrten mit ihr zu machen. Mhm. Toll. Genau, vielleicht und dann mit der Quetschkommode, juhu. Ja, genau. Vielleicht hat Carmen auch noch was. Ja, das ist, also wir haben zwei Parkbänke. Das eine ist dann der Strandkorb und das andere ist tatsächlich der Kutschbock. Ja. Mhm. Ja, ja. Und es gibt ja tolle Vorbilder, die natürlich auch mit 80 und 90 noch wirklich aktiv sind. Und bin nicht umsonst Epigenetik-Coach geworden, um zu wissen, wie wir da hinkommen, auch mit über 80 noch Kutsche zu fahren. Ja, toll. Jetzt muss ich aber doch mal fragen, wer sind denn eure Vorbilder fürs Älterwerden? Ich habe in der Kundschaft ein Pärchen kennengelernt, die sind beide um die 90. Er ist, glaube ich, 91 und sie ist 89. Mhm. Also sagen wir mal pauschal, die sind beide 90. Mhm. Und die haben auch ganz viel erlebt. Mhm. Er schreibt jetzt immer noch, er ist, glaube ich, Diplom-Volkswirt oder Professor, Doktor, irgendwas, hat das auch so alles unterrichtet. Und schreibt jetzt eben aktuell, hat er so ein kleines Pamphlet geschrieben über die Wichtigkeit der Europawahl, dass das nicht zu sehr ins Rechte abdriftet. Mhm. Und ruft dann auch noch jetzt immer noch so Podiumsdiskussionen ins Leben, um das vorher auch noch zu besprechen und publik zu machen. Mhm. Und sie liest Korrektur von ihm. Mhm. Geil, oder? Ja, ja. Toll. Ja. Und das macht Vergnügen, sich mit den beiden zu unterhalten, weil die noch mit ihren 90 richtig helle sind im Kopf. Mhm. Das Gespräch ist dann etwas bedächtiger. Das ist wahrscheinlich das Alter. Aber die sind beide plietsch drauf. Und das macht einen Spaß, mit den beiden zusammen zu sein. Also das wäre für mich so ein leuchtendes Pärchen. Ja, und die haben eben auch immer noch Ziele. Und das finde ich richtig. Nicht zu sagen, selbst wenn ich jetzt sage, ich bin 66 und dann reitest du noch. Ich sage, ja, natürlich, wir haben Bekannte, auch Kunden von Ralf, die sind Mitte 70 und die fahren auch Kutsche und reiten auch noch. Ja, natürlich geht das. Und von meinen ehemaligen Klassenkameraden, wenn wir uns treffen, die erste Frage ist immer, spielst du einen Handball? Und wenn ich dann sage, ja, immer noch, naja, für mich ist das nichts mehr. Ja, genau. Ja, toll. Ja. Katharina, magst du die Schlussworte? Ja, genau. Ich muss mich erstmal sammeln. Also in erster Linie ganz, ganz lieben Dank an euch beide für die Einblicke und Tipps und Hinweise für eine gelingende langjährige Beziehung. Ich werde diese Folge bestimmt nochmals öfters hören. Also man kann einfach... Also jetzt auch ich in jungen Jahren viel lernen, auch durch die anderen Gespräche auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen Abschluss mit euch in dieser Podcast-Reihe.
Und ja, danke für den Teil dieser Forschungsreise. Vielen Dank. Mhm. Bitteschön. Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank und macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-älter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Bertram Kasper.